Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, einige der Ergebnisse aus unserer Erhebung und Auswertung hier vorstellen zu dürfen. Wir bedanken uns natürlich auch dafür, dass wir den Auftrag erhalten haben, diese Studie zu erstellen. Wir tragen im Folgenden im Auftrag und im Namen des gesamten Teams vor, sind aber nur zu zweit hier präsent und werden über Sintize und Romja sprechen und meinen damit natürlich alle Geschlechter. Die Studie zu Rassismuserfahrungen von Sintize und Romja in Deutschland wurde an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin im Zeitraum von September 2019 bis Oktober 2020 im Auftrag der unabhängigen Kommission Antiziganismus durchgeführt. Sie fragt nach den Formen und Effekten von Rassismus auf die Lebenswirklichkeiten von Romja und Sintize mit dem Ziel, einen Überblick zu folgenden Aspekten zu erhalten. Wie erleben Romja und Sintize im Verlauf ihres Lebens Rassismus? Wie vermitteln sich ihnen die Rassismuserfahrungen ihrer Großelterngeneration? Welche verschiedenen Formen rassistischer Diskriminierung erleben Romja und Sintize in welchen Kontexten? Welche sekundären Rassismuserfahrungen machen Sintize und Romja? Welche Faktoren sind aus Sicht der Betroffenen für die rassistische Diskriminierung relevant? Zur Erhebung der Daten wurden 29 Einzel- und 12 Gruppengespräche geführt. Die Auswahl der Einzelgesprächspartnerinnen berücksichtigte eine ausgeglichene bundesweite Verteilung von Romja und Sintize hinsichtlich ihrer Anerkennung als Minderheit bzw. ihres Aufenthaltsstatus sowie nach Geschlecht, Alter, Beruf, Religion und Herkunft. Die Gruppengespräche wurden teils aus natürlichen und andernteils aus künstlichen Gruppen zu folgendem Fokus zusammengesetzt: In Selbstorganisation aktiv, Sozialarbeiterinnen, digitale AktivistInnen, transgenerationale Erfahrung, zweite, dritte Generation nach dem Nationalsozialismus, Jugendliche, SchülerInnen, MuslimInnen, neue Bundesländer, DDR-Biografie und illegalisierte ArbeiterInnen. Die Gespräche wurden mit einem Erzählimpuls eingeleitet und mit Hilfe teilstrukturierter Leitfäden geführt. Die Gespräche wurden auf Deutsch, Englisch, Romanes, Serbisch und Rumänisch geführt. Zwei Interviews wurden im Kosovo bzw. in Serbien mit zuvor abgeschobenen Familien geführt. Angelehnt an die Grounded Theory nach Chalmers und die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurden die Daten mit Hilfe des Analyseprogramms F4 kodiert und Nomen angefertigt. Hier sehen Sie ein Beispiel dazu. Die Obercodes wurden deduktiv aus den mit der UKA vereinbarten Zielsetzungen nach Formen, Folgen, Umgangsweisen und Empfehlungen generiert, die Subcodes induktiv aus dem Material abgeleitet. Zur Berichterstattung wurden die Codes in Bereiche geclustert, die für Politik und Verwaltung relevant sind. Zudem wurden 5 Fälle recherchiert, die das Ineinandergreifen und Zusammenwirken verschiedener Mechanismen verdeutlichen. Die Datenauswertung erfolgte zirkulär und mehrstufig. Codes und Memos wurden aus dem Datenmaterial generiert und zwar täglich im Kernteam von 3 Personen und wöchentlich im erweiterten Team von 5 bis 6 Personen. In 2 Werkstätten wurden mit dem Gesamtteam aus 13 Personen beziehungsweise mit weiteren Sachverständigen die vorläufigen Ergebnisse diskutiert und in Fokusgruppen spezifische Fragestellungen vertieft. Zur Rekonstruktion von Fallbeispielen wurden zusätzliche Recherchen durchgeführt, um Erinnerungslücken zu schließen, sowie Funktionsweisen, Regelungen und Gesetze auf ihren Beitrag zu den geschilderten Rassismuserfahrungen hin zu analysieren. Für einen der Fälle wurde zudem ein laufendes Gerichtsverfahren beobachtet und weitere mit dem Fall betraute Personen konsultiert. Das empirische Vorgehen war community-basiert, Betroffenen kontrolliert und partizipativ. Insbesondere aufgrund der historischen Beteiligung von Forscherinnen an der Verfolgung und an dem Völkermord von Sintize und Romja erhielten die ohnehin bestehenden forschungsethischen Grundsätze besondere Bedeutung. Wir verpflichteten uns zur Einhaltung höchster wissenschaftlicher Standards, nicht nur zur Vermeidung von Schaden durch die Forschung, sondern vor allem im Hinblick auf den Nutzen für die Communities, denen die Studie und die Arbeit der UKA zugutekommen soll. Die Beteiligung diverser Sachverständiger und Stakeholder mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren jeweils spezifischen Perspektiven und ihren Zugängen zu den verschiedenen Communities war unentbehrlich.
auch ihr Beitrag zur kontinuierlichen Reflexion des Forschungsprozesses und zur Akzeptanz der Studie und damit auch der Arbeit der UKA kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auf diese Weise konnten wir die Güte der Daten und die Relevanz der Rekonstruktion im Erhebungs- und Auswertungsprozess vor dem Hintergrund des Forschungsauftrags kontrollieren und können nun einen ersten empirisch gesicherten Überblick über Rassismuserfahrungen von Sintize und Romja in Deutschland bieten. Zu den Ergebnissen. In den Bereichen Alltag, Arbeit, Wohnen, Bildung, Behörden, soziale Arbeit, Medien und Gesundheit erfahren Romja und Sintize subtile Formen der Herabsetzung und Geringschätzung bis hin zu offener Gewalt. Ihnen werden Ressourcen verweigert wie Informationen, Arbeit, Wohnraum, Leistungen zum Lebensunterhalt, Bleiberecht und die Möglichkeit, Perspektiven zu entwickeln, aber auch gesellschaftliche Anerkennung, fraglos gegebene Zugehörigkeit und sozialverträgliche Umgangsformen. Infolge der Alltäglichkeit und Allgegenwart ihrer Rassismuserfahrungen verzichten viele der Befragten darauf, bestimmte öffentliche Räume, Verkehrsmittel oder Geschäfte zu nutzen. Sie meiden bestimmte Gegenden, insbesondere abends. Manifeste und antizipierte Rassismuserfahrungen schränken die Bewegungs- und Entfaltungsmöglichkeiten ein und beeinträchtigen die Lebensqualität und die Lebensplanung. Rassismuserfahrungen haben langfristige Folgen auf die Gesundheit, die gesellschaftliche Teilhabe, die Bildungslaufbahn und das Berufsleben. In den einzelnen Bereichen stellt sich das wie folgt dar. Rassismuserfahrungen im Alltag. Einen bemerkenswerten Anteil rassistischer Erfahrungen im öffentlichen Raum nimmt die nonverbale Kommunikation ein. Altersunabhängig berichten Sintize und Romja davon, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf der Straße angestarrt zu werden, in Einkaufsläden unter Beobachtung zu stehen und verfolgt zu werden. Unsere Gesprächspartnerinnen können sich dem Blickregime nur bedingt entziehen, obwohl sie es zum Teil versuchen. Zum Beispiel, indem sie in der Öffentlichkeit Deutsch anstatt Romanisch sprechen oder unauffällige Kleidung wählen. Die Verfolgung durch Privatdetektive oder Verkäuferinnen belastet die Betroffenen, führt zur Einschränkung der persönlichen Freiheit und zur Unsicherheit. Ebenfalls belastend wird die bedrängende Frage nach einer fremden Herkunft empfunden. Sintize berichten, dass ihre Zugehörigkeit zu Deutschland als deutsche Minderheit regelmäßig in Frage gestellt wird. Migrierte Romja berichten, dass sie auf ihr oder das Herkunftsland ihrer Eltern ausweichen, um weniger diskriminiert zu werden. Da ihre Selbstbezeichnung häufig auf Unverständnis stößt, sehen sich viele genötigt, die rassistische Fremdbezeichnung auszusprechen und Stereotype zu korrigieren. Im Alltag erleben Romja und Sintize auch offene Herabwürdigung. Sie werden angeschrien und rassistisch beschimpft. Sie erleben diese Aggression allein, gemeinsam mit der Familie oder vermittelt über Familienangehörige. Im Gruppengespräch mit Angehörigen der zweiten und dritten Generation nach 45 berichten diese, dass sich das Erleben von Rassismus in ständiger Angst um die Kinder, Enkelinnen und Urenkelinnen steigern kann. Der Genozid ist bei vielen Gesprächspartnerinnen und hier insbesondere bei Sintize und zwar auch in der Kinder- und Enkelinnen-Generation präsent. Und wird zum einen über die Erinnerung an Familienmitglieder und zum anderen über die Ängste in Bezug auf die Nachkommen thematisiert. Zahlreiche Gesprächspartnerinnen fühlen sich durch die aktuelle politische Situation in Deutschland bedroht. Traumata werden auch bei eingewanderten Romja wiederbelebt. Die Großmutter eines Gesprächspartners, die mit ihm einen rassistischen Anschlag auf ihr Haus in Deutschland überlebt hat, erinnert sich an das Schicksal ihrer Großeltern, die während des Nazi-Regimes zwei Konzentrationslager im ehemaligen Jugoslawien überlebten. Seit dem jüngsten Anschlag auf die Familie in den 80er Jahren in Deutschland spricht sie mit den nachfolgenden drei Generationen über die Traumata ihrer Kindheit. In ihren Erzählungen verknüpft sie Zeiten und Orte, die Angst vor den Nazis in ihrer Kindheit im besetzten Jugoslawien und jene vor der rassistischen Bedrohung heute in Deutschland gehören in ihren Erzählungen zusammen. Der Enkel beschreibt im Rückblick, dass auch die anderen Familienmitglieder das Trauma nie überwinden konnten. So wirkt nach dem Anschlag die rechtsradikale Gewalt fort
und reiht sich in die Gewalterfahrungen der verschiedenen Generationen ein. Angesichts des Schweigens, der Verleugnung und der anhaltenden Diskriminierung in der Gesellschaft bleibt das Sprechen und die Aufarbeitung den Familien überlassen. Sie werden zum Ort der Wahrheit, zum Ort der Geschichte. Rassismuserfahrungen in der Arbeitswelt. Im Umgang mit aktuellen und potenziellen ArbeitgeberInnen berichten unsere GesprächspartnerInnen über Ablehnungen bei Vorstellungsgesprächen oder Kündigungen in bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen nach Bekanntwerden ihrer Zugehörigkeit zur Minderheit. ArbeitgeberInnen identifizierten die Person als Romni oder Sintizer aufgrund der Kleidung, des Nachnamens, der Hautfarbe in Kombination mit ihrem Herkunftsland, der Sprachkenntnisse, insbesondere Romanes, oder des Lebenslaufs. Die Ausbeutung von Arbeitskraft durch ArbeitgeberInnen in irregulären Arbeitskontexten, die häufig für eingewanderte Romnia die einzige Erwerbsmöglichkeit darstellen, wird von mehreren GesprächspartnerInnen erwähnt. Zu ohnehin körperlich anstrengenden Arbeiten im Dienstleistungssektor oder dem Baugewerbe kommt häufig mehr Arbeit im Vergleich zu weißen deutschen KollegInnen und wesentlich niedrigere Löhne als tariflich oder gesetzlich vorgeschrieben hinzu, wie einige berichten. Die illegalisierten ArbeitnehmerInnen führen als weitere Erschwernis auf, dass sie zum Teil über mehrere Subunternehmen beschäftigt sind und ihr Arbeitslohn von diesen jeweils geschmälert wird. Teilweise erhalten sie weniger als den vereinbarten oder gar keinen Lohn nach geleisteter Arbeit. Teilweise werden die Löhne mit mehrmonatiger Verspätung ausgezahlt. Sie haben keinerlei Arbeitsschutz, Kranken- und Rentenversicherung, keinen Schutz bei Unfällen und keinen Urlaubsanspruch. Häufig kennen sie ihre Rechte nicht oder wagen es nicht, sie einzuklagen. Sie haben Angst vor dem Verlust von Arbeit und Unterkunft, die häufig von den ArbeitgeberInnen gestellt werden, oder sie müssen eine Abschiebung befürchten. Anlaufstellen, die über Arbeitsrechte und die Einhaltung und ihre Einhaltung informieren und bei Klagen begleiten könnten, sind selten und deren Angebote sprachlich eingeschränkt. Eine weitere Ebene von Rassismuserfahrungen, die sowohl Romnia als auch Sintize erleben, stellt die Abwertung von Wissen und Fachkompetenz sowie die Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz durch ArbeitgeberInnen und KollegInnen dar. Dazu zählen die Beobachtung und Kriminalisierung durch ArbeitgeberInnen und KollegInnen, bestimmte Erwartungshaltungen, die explizit nur an KollegInnen aus der Minderheit gestellt werden, Reinigung der Gemeinschaftsräume zum Beispiel, aber auch die Konfrontation mit rassistischen Begriffen und Stereotypen. Im Bereich Arbeit kommt der Verschränkung unterschiedlicher Ausschlussmechanismen eine besonders wirkmächtige Bedeutung zu. Arbeitsverträge können zum Beispiel nur unter Angabe einer Meldeadresse abgeschlossen werden. Rassismuserfahrung im Bereich Wohnen. Unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Position berichten Romnia und Sintize über Schwierigkeiten zur Erlangung und Sicherung von Wohnraum, die sich aufgrund finanzieller Möglichkeiten und Aufenthaltsstatus noch verschärfen. Rassistische Diskriminierung geht von Nachbarinnen aus bis hin zu organisierten rechtsradikalen Übergriffen auf die Wohnung und äußert sich strukturell in Form von segregierten Wohnsiedlungen, fehlender Einhaltung von mietrechtlichen Standards und unangemessenen Wohnbedingungen auf dem privaten Wohnmarkt, in staatlichen und durch Träger betriebenen Unterkünften. Ein Sinto berichtet vom Verlust des Familienhauses während des Nationalsozialismus. Die Verfolgung der Überlebenden wurde weder politisch anerkannt noch finanziell entschädigt. Vielmehr verweigerte die Kommune den Wiederaufbau des Hauses auf ihrem ehemaligen Grundstück. Von der restlichen Bevölkerung segregiert, wurden die Überlebenden und ihre Kinder in einer Baracke und in Wohnwagen untergebracht. Das durch den Nationalsozialismus verursachte Unrecht wurde nicht wieder gut gemacht. Die Familie wurde daran gehindert, an ihrem bürgerlichen Leben vor dem NS anzuknüpfen. Sie wurde materiell geschwächt, räumlich getrennt und in eine Lebenssituation gezwungen, die geeignet war, sie erneut der rassistischen Stereotypisierung auszuliefern. Von Segregation und Diskriminierung im Bereich Wohnen berichten insbesondere migrierte Romnia, die auf staatliche Hilfen bei der zum Teil verpflichtenden Unterbringung durch kommunale Träger oder private Unterkunftsbetreiberinnen angewiesen sind.
Geflüchtete mit Duldungsstatus berichten von Wohnortzuweisungen, häufigen Umzügen, beengten Wohnverhältnissen, zum Teil in Containern, mit vielen unbekannten Menschen geteilten Sanitärräumen und Küchen. Viele unserer Gesprächspartnerinnen kannten ihre Mietrechte bzw. Rechte gegenüber Unterkunftsbetreiberinnen und Leistungsträgerinnen nicht. Eine transparente Aufklärung darüber bleibt häufig aus. Aus Unkenntnis werden Einwilligungen unterschrieben, die ihnen Leistungsträger vorlegen und die zu einer Verschlechterung der Wohnsituation führen. Im privaten Wohnsektor fordern Vermieterinnen unverhältnismäßig hohe Mieten und vermieten Wohnungen in desolatem Zustand. Nachbarinnen spionieren Romja nach, fragen sie zu ihrer Lebens- und Wohnsituation aus und sammeln Beweise gegen sie, um sie bei Leistungsträgern bzw. VermieterInnen zu denunzieren. Ein Vermieter zählte in einer Wohnung die Schuhe, um eine mögliche Überbelegung geltend zu machen. In die Wohnungstür einer Romani und einer Sinti-Familie wurden Hakenkreuze eingeritzt, an die Hauswand Hakenkreuze gemalt. Von Nachbarinnen wurden tägliche rassistisch motivierte Übergriffe verübt. Begründungen für die Eingriffe in die Privatsphäre rekurrieren auf klassische rassistische Stereotype wie Betrug beim Bezug von Sozialleistungen oder Überbelegung von Wohnungen. Auch werden unsere Gesprächspartnerinnen von ihren Nachbarinnen regelmäßig mit der rassistischen Bezeichnung beleidigt. Die Betroffenen fühlen sich permanent beobachtet, schikaniert und zum Teil bedroht. In der Verschränkung ihrer Zugehörigkeit mit weiteren Kategorien wie Nationalität, Migrationsstatus und Schichtzugehörigkeit erleben Romja und Sintize Exklusion vom Wohnungsmarkt, insbesondere aus dem Innenstadtbereich, die mit der Herausbildung von stigmatisierten Siedlungen einhergeht. Einerseits tragen dazu gegenwärtige Prozesse der Gentrifizierung von Städten bei, andererseits leben deutsche Sintize und Romja zum Teil in historisch gewachsenen, segregierten Wohnvierteln. Rassismuserfahrungen im Bereich Bildung. Die Allgegenwart des Genozids in Familien von Überlebenden und dessen Dethematisierung in der Schule schaffen eine widersprüchliche Realität, mit der Nachkommen von Überlebenden umgehen müssen. Ein Gesprächspartner berichtet von einem rassistischen Vorfall, bei dem sich seine MitschülerInnen spaßeshalber Namen von Nazi-Größen gaben und diese auf Pappschildern auf ihren Tischen aufstellten. Der Sinto fordert von den Lehrkräften erfolglos Schutz ein, das Verhalten der MitschülerInnen wird verharmlost. An diesen Vorfall aus den 60er, 70er Jahren erinnert er sich immer noch sehr detailliert. Die LehrerInnen, die ihm Schutz verweigerten, waren im nationalsozialistischen Regime bereits berufstätig oder LehramtsanwärterInnen. Rassistische Konstruktionen werden auch durch Curricula weitertransportiert. Unsere GesprächspartnerInnen aus verschiedenen Generationen sind sowohl mit der fehlenden Erwähnung des Genozids als auch mit der Reproduktion rassistischer Bilder in Schulbüchern sowie durch die interkulturelle Pädagogik konfrontiert. Eine Sintizer beschreibt, wie in den 1960er Jahren nach der Behandlung eines diskriminierenden Märchens im Unterricht die SchülerInnen das neu gelernte rassistische Wissen direkt auf sie anwandten, sie markierten und beschimpften. Einer Schülerin, die im Jahre 2016 Biografien von Otto Rosenberg und Reinhard Florian liest und diese in der Schule vorstellen möchte, wird von der Lehrerin unterstellt, sich in Literatur zu Scham und Schuld einzulesen. Die Lehrerin relativiert im weiteren Gesprächsverlauf die Bedeutung des an Sintize und Romja begangenen Genozids. Die GesprächspartnerInnen aller Generationen berichten von rassistischen Äußerungen bis hin zu direkter Gewalt, die von MitschülerInnen und LehrerInnen ausgehen. Sie berichten von mangelndem Schutz durch LehrerInnen, von fehlenden Erfolgen bzw. verstärkter Diskriminierung bei Beschwerden gegen Rassismus. Viele setzen mit dem Eintritt in die Schule den Zeitpunkt ihrer ersten Rassismuserfahrungen. Diese findet überwiegend durch die Auseinandersetzung mit der rassistischen Fremdbezeichnung und damit zusammenhängenden Zuschreibungen statt. Die Herabsetzungen erfolgen durch individuelle Handlungen, die keine Sanktionen nach sich ziehen und rassistisch strukturierte Ordnungen herstellen. Mehrere GesprächspartnerInnen berichten davon, dass sie ihren Eltern Rassismuserfahrungen, die sie in der Schule machen, vorenthalten, um ihnen keine Sorgen zu bereiten. Sie sprechen mit FreundInnen über diese Erfahrungen oder versuchen, sie allein zu bewältigen.
Obwohl Rassismus zum schulischen Alltag gehört, können Sie dort nicht zielführend über Rassismuserfahrungen sprechen. Unsere GesprächspartnerInnen berichten auch von Sonderschulzuweisungen auf Grundlage von Schuleignungstests an Kindern, über die ihre Eltern nicht ausreichend oder ohne Übersetzung informiert werden, sodass Abläufe, die Bedeutung und die Konsequenzen des Tests unklar bleiben. Kinder aus der Minderheit und eingewanderte Romani-Kinder sprechen in der Regel mindestens zwei, häufig auch drei oder vier Sprachen zum Zeitpunkt von Sprachtests, werden aber allein anhand der Kenntnisse der deutschen Sprache beurteilt. Kinder werden in sogenannten Willkommensklassen separiert und im Vergleich zu Gleichaltrigen geringer beschult. Eine Schulsozialarbeiterin berichtet von regelmäßigem Unterrichtsausfall in den sogenannten Willkommensklassen, dabei Unterbelegung an der Schule, die Lehrerinnen aus den Willkommensklassen als Vertretung in Regelklassen eingesetzt werden. Die so entstehenden Lücken müssen die SchülerInnen selbstständig ausgleichen. Im Gruppengespräch mit Jugendlichen Romnia wird geschildert, wie die Thematisierung eines rassistischen Vorfalls in der Schule abgewehrt und der Beschwerde nicht nachgegangen wird. Stattdessen wird ein schwarzer Fußballspieler in die Schule eingeladen, um über Rassismus außerhalb der Schule zu sprechen. Die Umdeutung und Externalisierung des Problems und das zum Schweigen bringen der Schülerin stellen eine Form sekundärer Rassismuserfahrung dar. In einem anderen Interview wird geschildert, wie Lehrkräfte nach einem rassistischen Vorfall die sich rassistisch äußernden Jugendlichen und die rassifizierten Jugendlichen aufforderten, sich zu vertragen. In weiteren Interviews wurde die Untätigkeit von LehrerInnen und der Institution Schule, bei rassistischen Vorfällen angemessen zu intervenieren, beklagt. Wenn dies doch geschah, waren die SchülerInnen dankbar, wenn LehrerInnen sie vor MitschülerInnen schützten. In keinem der geschilderten Fälle hatte Rassismus eine Konsequenz, sobald er von LehrerInnen ausging. Eine Mutter berichtet, dass die Lehrerin ihrer Tochter behauptet, Diebstahl gehöre zur Kultur der Romnia. Die Schülerin fordert die Lehrerin vergeblich auf, ihre Quellen für diese Aussage offenzulegen. Während die Romani-Schülerin eine schlechte Note erhält, bleibt die rassistische Äußerung der Lehrerin folgenlos. Einige wenige Eltern setzen sich erfolgreich gegen Diskriminierung in der Schule ein. Eltern, die in Selbstorganisationen aktiv sind, treten souverän und selbstsicher auf. Sie sind es gewohnt, zum Thema Rassismus Verhandlungen zu führen. Sie und ihre Kinder erleben trotzdem Diskriminierung, ihnen stehen aber Mittel und Ressourcen zur Verfügung, um dagegen vorzugehen. Anderen Eltern bietet sich gar nicht erst die Möglichkeit zur Beschwerde, und zwar häufig aufgrund geringer Deutschkenntnisse auf ihrer Seite und der Monolingualität von Lehrkräften und SozialarbeiterInnen auf der anderen Seite, gepaart mit fehlender professioneller Übersetzung bzw. externen Unterstützungsstrukturen, sodass bereits der Zugang zu Informationen über ihre Rechte und Beschwerdemöglichkeiten versperrt ist. Rassismuserfahrungen in Behörden. Unsere Gesprächspartnerinnen beziehen ihre Rassismuserfahrung zum einen auf Behörden allgemein und zum anderen spezifizieren sie je nach Institution. Bestimmte Behörden, wie etwa die Ausländerbehörde, aber auch bestimmte Regelungen, wie zum Beispiel die Residenzpflicht und das Asylbewerberleistungsgesetz, gelten nur für Romnia ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Unsere Gesprächspartnerinnen berichten von unaufgeforderten Duzen, von Anschreien oder von Verweigerung der Kommunikation durch Behördenmitarbeiterinnen. Bei migrierten Romnia stellen zusätzliche sprachliche Barrieren ein Problem dar. Es mangelt an DolmetscherInnen sowie mehrsprachigen Informationsmaterial und Vordrucken in Behörden. Einzelne BehördenmitarbeiterInnen sind dafür bekannt, ihre Entscheidungsbefugnisse zum Nachteil der Menschen auszudehnen. Eine Gesprächspartnerin berichtet, wie sie aufgrund kultureller Normen eine Sachleistung des Jobcenters nicht annehmen konnte, woraufhin ihre Leistungen gekürzt wurden und die Sachbearbeiterin sie persönlich beleidigte. Auch die administrativen Abläufe führen zu Diskriminierung. Die langsame Bearbeitung eines Antrags bei der Ausländerbehörde zieht Leistungskürzung beim Jobcenter nach sich. Eine Behörde verliert die Antragsunterlagen, woraufhin der Familie der Verlust ihrer Wohnung wegen Mietrückständen droht. Bei Aufenthaltsproblemen und der Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung zahlt das Jobcenter nicht.
Eine Befragte möchte einen Deutschkurs besuchen. Um ihn zu bezahlen, braucht sie einen Job. Um diesen zu finden, muss sie Deutsch sprechen. Sie ist also darauf angewiesen, sich den Sprachkurs staatlich bezahlen zu lassen. Hierfür muss sie leistungsberechtigt sein. Um in den Leistungsbezug zu kommen, muss sie zuvor einen Job gehabt haben. Wenn dann noch die Betreuung der Kinder hinzukommt und der Kita-Besuch von Deutschkenntnissen abhängt, erscheint der Kreislauf unüberwindlich. Ein Rom berichtet, dass sein Antrag auf Asyl nach Prüfung im Schnellverfahren negativ beschieden wurde. Begründet wurde dies damit, dass Mazedonien als sicherer Herkunftsstaat gilt. Die Einstufung als sichere Herkunftsländer berücksichtigt die rassistische Diskriminierung von Romja in diesen Ländern nicht. Neben den restriktiven Behördenprozessen beschreiben Gesprächspartnerinnen auch das Vorgehen der Polizei im Zuge der Abschiebung als traumatisches Erlebnis für die ganze Familie mit langfristigen Folgewirkungen. Unsere Gesprächspartnerinnen berichten von wiederholten verdachtsunabhängigen Polizeikontrollen, die sie als historische Unrechtserfahrungen erleben. Auch Siedlungen, in denen deutsche Romja und Sintize wohnen, werden bei Straftaten irgendwo in der Stadt als erstes durchsucht und dabei von Polizeibeamtinnen mit Waffen bedroht. Mehrere Gesprächspartnerinnen berichten über zusätzliche Repressalien bis hin zu Geldstrafen, wenn sie sich über Rassismus beschweren, was als Beleidigung von Beamtinnen umgedeutet wird. In Gruppengespräch zweite und dritte Generation nach 45 schildert eine Teilnehmerin, dass ihre Familie auf dem Weg in den Urlaub von Polizeibeamtinnen ohne Anfangsverdacht kontrolliert und beschimpft wird. Besonders belastet sie, dass sie ihre Kinder nicht schützen konnte, die große Angst hatten. Die Kinder, die mittlerweile selbst Kinder haben, erinnern sich immer noch an dieses Ereignis und erzählen die Geschichte auf Familienzusammenkünften weiter. Eine Gesprächspartnerin berichtet, wie NachbarInnen anlässlich des Kindergeburtstages einer Dreijährigen wegen Ruhestörung die Polizei riefen, die äußerst gewalttätig gegen die Gäste vorging. Mehrere Romja und Sintize berichten, dass sie sich selbst in ihrem privaten Raum wie dem Auto oder der Wohnung nicht sicher fühlen, dass sie nicht geschützt sind und durch aktuelle Erfahrungen an nationalsozialistische polizeiliche Gewalt erinnert werden. Rassismuserfahrungen im Bereich soziale Arbeit. Beim Zugang zu psychosozialen und gesetzlichen Dienstleistungen bemängeln mehrere GesprächspartnerInnen vor allem das Fehlen mehrsprachiger Therapie- und Hilfsangebote. Teils werden Mehrheitsangehörige aus den Herkunftsländern von migrierten Romja als DolmetscherInnen hinzugezogen, die falsch bzw. unvollständig übersetzen oder sich rassistisch äußern. Die KlientInnen oder Romani-SozialarbeiterInnen müssen die fehlenden bzw. unprofessionellen Sprachmittlungsleistungen kostenlos und unfreiwillig selbst erbringen. Die Vulnerabilität der KlientInnen erhöht sich mit der Intensität der Intervention sowie in Verbindung mit der Angewiesenheit der KlientInnen auf die Dienstleistungen und im Zusammenhang mit anderen Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Beeinträchtigung, Armut oder Alter. Rassismuserfahrungen durch soziale Arbeit führen zu geringerer Nutzung freiwilliger und niedrigschwelliger Angebote bzw. zu einer Konzentration der Hilfesuchenden auf die wenigen SozialbearbeiterInnen, die der Minderheit angehören. Die Romani-SozialarbeiterInnen bestätigen die Diskriminierung in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Gesundheit. Sozial- und Dienstleistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, werden durch MitarbeiterInnen von Behörden verweigert, Anträge gar nicht erst angenommen, unbegründet abgelehnt und KlientInnen unangemessen kontrolliert oder Informationspflichten verletzt. Fongatsche SozialarbeiterInnen gehen neben offen rassistischen Äußerungen auch subtilere Formen von Rassismus aus, etwa wenn die Sauberkeit der Wohnung einer Sintize-Familie in Erstaunen versetzt und die Familie dafür gelobt wird. Ein Sinto erwähnt eine Beratungsstelle, die ethnisierende Beratung zur Kultur der Romja und Sintize anbietet. Unsere GesprächspartnerInnen berichten über unverhältnismäßige Interventionen der zuständigen BehördenmitarbeiterInnen, wie die rassistisch konnotierte Datensammlung, die Verweigerung von zustehenden Rechten für Kinder und Jugendliche in der Heimunterbringung sowie die Androhung bzw. tatsächliche Durchsetzung des Kindesentzugs.
Eine Gesprächspartnerin berichtet, wie Kindesentzug in den von ihr betreuten Familien in vielen Fällen früher als sonst üblich in Erwägung gezogen und rassistisch begründet wird. Im Gruppengespräch Romnia-Sozialarbeiterinnen berichten diese, wie Jugendämter ihrer Schutzpflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen nicht nachkommen, da sie zum Teil aufgrund kulturalistischer Vorannahmen ihre Hilfe erst gar nicht bzw. nicht im Leistungs- und präventiven Bereich oder zu spät einsetzen, sodass später einschneidende Interventionen erforderlich werden. Während in der sozialen Arbeit vornehmlich Themen wie frühe Verheiratung, Schuldistanz oder Schulabstinenz sowie Kinderschutzfälle als kulturelle Differenz verhandelt werden, beschreiben Selbstorganisationen seit Jahren, wie traumatisierend sich die fehlenden Bleiberechtsperspektiven auf Kinder und Jugendliche und das gesamte Familiensystem auswirken. In den Gesprächen wird neben der Diskriminierung von KlientInnen und KundInnen der sozialen Arbeit auch die Diskriminierung von Romani-MitarbeiterInnen als Fachkräften thematisiert. Zusätzlich zur alltäglichen Diskriminierung ihrer KlientInnen sind sie auch mit der ihnen entgegengebrachten Ungleichbehandlung in ihrem Berufsalltag konfrontiert. Dieses Thema wird im Bereich Arbeit diskutiert, da es sich hierbei um Diskriminierung in Arbeitsverhältnissen handelt. Rassismuserfahrung im Bereich Medien. Hierzu haben sich im Vergleich zu anderen Bereichen nur wenige geäußert. Rassistische Berichterstattung erwähnen unsere Gesprächspartnerinnen dann, wenn sie selbst im Zusammenhang mit ihrer Arbeit oder ihrer Familie unmittelbar davon betroffen sind. Sie thematisieren insbesondere den Umgang mit diskriminierenden Bezeichnungen und rassistischen Konzepten in Büchern und Sendungen für Kinder. Sie sind hier als Eltern herausgefordert, um ihren Kindern ein geschütztes Umfeld zu ermöglichen. Die mediale Darstellung werden zum Teil in der Familie diskutiert und können sich in Sorge und Angst umwandeln. Im Gruppengespräch mit muslimischen Romnia sprechen diese über die einseitige und diskriminierende Berichterstattung über Musliminnen, die pauschal als TäterInnen dargestellt und durch die Medien vorverurteilt werden, während sie als Opfer von rassistischen Angriffen keine oder nur sehr geringe Erwähnung finden. Einen zweiten Schwerpunkt im Bereich Medien konnten wir im Gruppenchat mit Anti-Hate-Speech-Aktivistinnen identifizieren. Die Chat-Teilnehmerinnen schilderten insbesondere die Gefahren der Anonymität im Netz und in sozialen Medien sowie zu geringe Gegenmaßnahmen gegen die Verbreitung von Hate-Speech im Netz. Rassismuserfahrung im Bereich Gesundheit. Die gesundheitlichen Spätfolgen durch die nationalsozialistische Verfolgung, Lagerhaft und Zwangsarbeit wirken nach 1945 fort. Die bleibenden Schäden und Behinderungen bei den Überlebenden haben Folgen auch für die Familienangehörigen, die sie pflegen. Die schleppende und oftmals herabwürdigende Bearbeitung der Entschädigungs- und Rentenanträge, die weitere Diskriminierung nach 45 und das Leben am Existenzminimum erlebten unsere Gesprächspartnerinnen als Form des sekundären Rassismus, als Kontinuität der Verfolgung mit anhaltenden gesundheitlichen Folgen, die zur Verstärkung der primären Krankheiten und zu stressbedingten Erkrankungen im Familiensystem führen. In der Gegenwart reaktivieren rassistische Übergriffe mit teilweise gesundheitlichen Folgen bei den Überlebenden und ihren Nachkommen Traumata der nationalsozialistischen Verfolgung. Sowohl eine deutsche Sintiza im Gruppengespräch der zweiten und dritten Generation nach 45 als auch ein migrierter Rom verknüpfen Vergangene mit gegenwärtigen Gewalterfahrungen, in deren Folge sich Familienmitglieder aus der Dominanzgesellschaft zurückziehen. Das wirkt sich nicht nur psychisch aus, sondern führt auch dazu, sich nicht mehr ärztlich versorgen zu lassen, sodass sich sekundäre gesundheitliche Folgeschäden entwickeln. Neben den direkten Übergriffen belastet unsere Gesprächspartnerin auch anhaltender Stress durch wiederholte Rassismuserfahrungen, sodass kumulative Traumata die psychische Verfasstheit der Betroffenen schädigen. Geflüchtete sowie Sozialarbeiterinnen berichten insbesondere von der ständigen Angst vor Abschiebung und damit verbunden vor dem drohenden Verlust ihrer Lebensgrundlagen, ihrer sozialen Beziehungen und materiellen Infrastruktur. Insbesondere junge Menschen, die in Deutschland geboren sind
oder im Kindesalter nach Deutschland migriert sind, müssen täglich mit der Aberkennung ihrer Zugehörigkeit sowie der Unsicherheit und Perspektivlosigkeit zurechtkommen. Sie leben in Angst vor dem Verlust ihres sozialen Umfelds und der Abschiebung in eine ihnen fremde Umgebung, deren Sprache sie nicht oder nur rudimentär sprechen. Auch das Wissen um die offen rassistische Diskriminierung in jenen Ländern, aus denen sie deswegen ausgewandert sind und in die sie abgeschoben werden, belastet sie gesundheitlich. Die medizinische Versorgung hier wird von unseren Gesprächspartnerinnen nicht nur als System zur Gesundheitserhaltung und Heilung wahrgenommen, vielmehr werden Ärztinnen auch als Teil eines Systems beschrieben, das ihnen schadet. Neben der präsenten Erinnerung an den Völkermord und den anhaltenden Spätfolgen der Verfolgung trägt die Rolle von Ärztinnen im Zusammenhang mit aktuellen Abschiebungen dazu bei, sie als politisch Involvierte wahrzunehmen. Ärztinnen attestieren im Zuge von Abschiebungen die Reisefähigkeit oder verabreichen Medikamente zur Beruhigung, um die Abschiebung möglichst widerstandsfrei durchzuführen. In anderen Fällen unterstützen ärztliche Gutachten die Bemühungen Geflüchteter um ein Bleiberecht. In beiden Fällen ragt die ärztliche Rolle weit hinaus über die primäre Zielsetzung von Medizin, Gesundheit zu erhalten und Menschen zu heilen. Sie stattet Medizinerinnen mit Macht aus, so dass sie an politischen Ein- und Ausschlusspraxen aktiv mitwirken. Außerdem berichten unsere Gesprächspartnerinnen von Ignoranz und Unfreundlichkeit des medizinischen Personals und auch davon, dass ärztliche Behandlung verweigert wird und dies existenzielle Folgen haben kann. Aus den Gesprächen lassen sich kollektive Rassismuserfahrungen herausarbeiten, die wir als grundlegende Kennzeichen und Mechanismen von Rassismus gegen Romja und Sintize deuten. Ihre Funktionsweisen sind im Bericht ausgeführt und werden hier aufgrund des zeitlichen Rahmens nur erwähnt. Es handelt sich um die Allgegenwart von Rassismuserfahrungen, die transgenerationale Vermittlung von Rassismuserfahrungen, die Verhandlung von Rassismuserfahrungen in der Familie, die Transnationalität von Rassismuserfahrungen, die Intersektionalität von Rassismuserfahrungen, die Hierarchisierung verschiedener Rassismen, Rassismuserfahrungen als Sozialisationsinstanz, Sichtbarkeit von Rassismuserfahrungen, das Verhältnis von Sichtbarkeit und Rassismuserfahrung und Rassismuserfahrungen als gesellschaftliches Machtverhältnis. Im Bericht sind außerdem 5 Fallbeispiele ausführlich beschrieben. Die Fallrekonstruktionen verdeutlichen exemplarisch die Kontinuitäten, die Kreisläufe und das Zusammenspiel von historischem und gegenwärtigem, institutionellem und alltäglichem Rassismus, die zu ausweglosen und bedrohlichen Situationen führen. Im Folgenden werden nur 2 Beispiele und diese auch nur kurz skizziert. Das Fallbeispiel Erika Meyer wurde von Anita Awosusi und Tayo Awosusi Onutor erarbeitet. Die Sintize Erika Meyer wurde 1943 in einem Konzentrationslager geboren. Ihre Eltern und Geschwister, die im Alter von 5 bis 7 Jahren schwere Zwangsarbeit leisten mussten, litten dauerhaft an den gesundheitlichen Folgen. Erika Meyer musste ihre Eltern und Geschwister Zeit ihres Lebens pflegen. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma unterstützte sie über Jahre darin, beim Wiedergutmachungsamt eine Entschädigung und eine kleine Rente für die Geschwister zu erkämpfen, die sie erst in den 1980er Jahren erhielten. Nach 1945 ist die im Zuge des Nationalsozialismus staatenlos gemachte Familie gezwungen, sich neue Papiere ausstellen zu lassen. In den Behörden bearbeiten ihre VerfolgerInnen die Anträge und fordern Beweise, dass sie Deutsche sind. Wiederholt verweigert das Standesamt Kopien ihrer Geburtsurkunden. Im Zuge der Verfolgung verlor die Familie ihren gesamten Besitz. Von der Fürsorge wurde sie in Holzbaracken eingewiesen, die die Nazis für sowjetische Kriegsgefangene erbaut hatten. Für 30 Personen gab es in der Mitte der Baracke einen dunklen Waschraum mit kaltem Wasser. Nur die Küche konnte mit Hilfe eines Holzofens geheizt werden. FürsorgerInnen kontrollierten die Familie monatlich ohne vorherige Anmeldung, vermittelten der Familie, dass sie selbst schuld an ihrer Lage seien und drohten mit Kindesentzug.
Aus Angst hielten die Eltern die Kinder stets an, still zu sein und nichts zu sagen. Auch mussten sie immer ordentlich gekleidet und akkurat gekämmt sein für den Fall, dass die Fürsorge vorbeikommt. Die Polizei führte ebenfalls regelmäßige, grundlose Kontrollen in den Baracken durch. Erst im Februar 1971 konnte die Familie in ein Haus ziehen, da ist Erika Meyer bereits 28 Jahre alt. Erika Meyer muss in der Volksschule auf der hintersten Bank sitzen und wird nicht gefördert. Ihre Geschwister dürfen die Schule nicht besuchen mit der Begründung, dass sie im Alter von 10 und 12 Jahren zu alt dafür seien. Alle Sinti-Kinder aus der Siedlung haben bei denselben zwei LehrerInnen Unterricht und werden nach 1 bis 2 Jahren auf die Sonderschule verwiesen und als lernunfähig stigmatisiert. Alle Kinder werden 2-mal im Jahr auf Läuse kontrolliert. Während die Gadje-Kinder nur kurz im Klassenzimmer überprüft werden, müssen die Sinti-Kinder das Klassenzimmer verlassen, ihre Zöpfe aufflechten und gründlich auf Läuse kontrolliert werden. Unabhängig davon, ob bei ihnen Läuse gefunden werden oder nicht, werden sie mit juckendem Läusepuder behandelt. Zerzaust kehren die Kinder ins Klassenzimmer zurück. Erika Meyer empfindet die Prozedur jedes Mal als sehr beschämend. Bei einem Urlaub in Bayern in den frühen 1980er Jahren schießen 15 bis 20 Neonazis auf Motorrädern auf den Wohnwagen der Familie, in dem die Kinder schlafen und Erwachsene davor sitzen. Die Eltern reißen die Kinder aus den Betten und legen sie auf den Boden, damit sie nicht getroffen werden. Sie fliehen zur Polizeiwache und erstatten Anzeige, die die Polizeibeamten zwar aufnehmen, ihnen aber gleichzeitig Vorwürfe machen. Als die Familien morgens wieder zum Campingplatz fahren, finden sie Bierflaschen mit der Aufschrift „Wir gedenken des Geburtstags unseres KZ-Leiters“. Sie brechen den Urlaub ab. Die Kinder von Erika Meyer, die zu dem Zeitpunkt 12, 10 und 3 Jahre alt sind, haben Todesangst. Trotz der Beweisaufnahme der Schüsse im Wohnwagen wird das anschließende Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt. Ende der 1990er Jahre wird die fast 60-jährige Erika Meyer auf dem Parkplatz eines Supermarktes von einem Neonazi rassistisch beschimpft, mit einem Messer bedroht und mit dem Springerstiefel in die Hüfte getreten. Sie kann unter starken Schmerzen mit ihrem Auto flüchten. Sie erstattet keine Anzeige, da ihr die Personalien des Angreifers nicht bekannt sind und sie aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen mit der Polizei nicht davon ausgeht, dass ihr geglaubt oder geholfen wird. Später bekommt sie ein Hämatom in der Hüftgegend, die Schmerzen werden stärker. Als sie viel später zum Arzt geht, stellt sich heraus, dass die Niere aufgrund mangelnder Durchblutung geschrumpft ist. Durch den Tritt des Angreifers habe sie einen Niereninfarkt erlitten. Jahre später wird ihr als Spätfolge die Niere entfernt. Erika Meyers Lebensgeschichte weist auf eine lebenslange und transgenerationelle Erfahrung von Rassismus hin. Die Unterbringung in menschenunwürdigen Baracken, die fehlende Anerkennung des Genozids und der durch Zwangsarbeit verursachten Erkrankungen, der Kampf um die geringe Entschädigung, das Alleingelassensein mit der Pflege und Versorgung der überlebenden Angehörigen, die fortgesetzte Beobachtung und Kontrolle durch Behörden wie Fürsorge, Gesundheitsamt und Polizei, die Diskriminierung in der Schule, die Gewalt durch Neonazis, der sie auch noch im hohen Alter ausgesetzt ist und die gravierende gesundheitliche Schäden verursacht, der Überfall auf den Wohnwagen, der auch den Enkeln der Überlebenden gilt und erneut ihr Leben bedroht. All dies beeinflusst entscheidend ihre Lebensqualität und Planung, finanzielle und materielle Ressourcen, ihre psychische und physische Gesundheit und die Beziehungen zu ihrer Umwelt. Die bereits bestehenden Ängste werden durch emotionale Stresserlebnisse aktualisiert und auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Fallbeispiel Gani Rama, erarbeitet von Kenan Emini, José Fernández Ortega und Olga Gerstenberger. Als 1999 kosovo-albanische NationalistInnen, Romja, Ashkali und ÄgypterInnen unter massiver paramilitärischer Gewalt aus dem Land vertreiben, flüchtet auch die Familie von Gani Rama nach Deutschland. Auf Grundlage der Unterzeichnung des Rückübernahmeabkommens zwischen der deutschen und der kosovarischen Regierung von 2010
sowie der Erklärung der sicheren Herkunftsstaaten von 2015 wird Ghani Rama zwischen den Jahren 2010 und 2017 dreimal nach Kosovo abgeschoben, einmal gemeinsam mit Frau und Kindern. Ungeachtet seiner chronischen Tuberkulose, seiner psychischen Erkrankung, mehrerer Aufenthalte in der Psychiatrie, der Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung und schwerer depressiver Episoden mit psychotischen Erleben und impulsiven Durchbrüchen sowie der dringenden Empfehlung des behandelnden Arztes, einen Aufenthalt zur Durchführung der Therapiemaßnahmen zu bewilligen, wird er immer wieder in den Kosovo abgeschoben, wo er Gewalt und Bedrohung durch Einzelpersonen und der örtlichen Polizei ausgesetzt ist. Auch seine Ehefrau, die bereits als Kind nach Deutschland migriert ist, und ihre minderjährigen Kinder werden abgeschoben. Dort leben sie ohne Zugang zu angemessenem Wohnraum, zu Warmwasser, ohne Arbeit und grundlegende gesundheitliche Versorgung. Sie überleben durch Spenden aus Deutschland. Ghani Rama wies in den Gerichtsverfahren wiederholt auf die Gefahr seiner Ermordung im Fall einer Abschiebung hin. Doch die Behörden glaubten ihm nicht. Nach seiner letzten Abschiebung wird Ghani Rama schließlich 2019 am helllichten Tag und auf offener Straße von einem kosovo-albanischen Nationalisten ermordet. Die Tat wurde von Überwachungskameras gefilmt, der mutmaßliche Täter ermittelt und zu 4 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Der Name von Ghani Rama ist in dem vorliegenden Fall nicht anonymisiert, da eine Aufklärung seiner Ermordung und der Umstände, die dazu führten, aussteht. Trotz der durch das Roma Center Göttingen über Jahre sehr gut aufbearbeiteten Dokumentation des Falles fehlen Informationen zur weiteren Klärung der Zusammenhänge, die bei einer Mitwirkung der deutschen Botschaft im Kosovo sicherlich erfolgreich rekonstruiert werden könnten. Der Fall von Ghani Rama verweist auf die transnationale Dimension von Rassismus gegen Romja. Das Rückübernahmeabkommen zwischen Kosovo und Deutschland sowie die Regelung der sicheren Herkunftsstaaten ignorieren den systematischen Rassismus gegen Romja in einem durch nationalistische Konflikte gekennzeichneten Land. Minderheiten stehen Bestrebungen durch sogenannte ethnische Reinigung, demografische Macht und territoriale Vorherrschaft zu erlangen im Weg, auch wenn sie teilweise für die eigene nationale Agenda instrumentalisiert werden. Die Verfolgung Ghani Ramas durch die NationalistInnen, die fehlende Anerkennung seiner Bedrohung im Zuge des Asylverfahrens und die Vernachlässigung seines Gesundheitszustandes verdeutlichen eine Akkumulation von struktureller und institutioneller Diskriminierung, die zum existenziellen gesellschaftlichen Ausschluss und dadurch zur Gefährdung seiner Gesundheit und letztlich zu seiner Ermordung führen. Die Fälle werden im Bericht ausführlich geschildert, ebenso die Bereiche und jeweils mit Zitaten belegt. Dort können auch die im Zuge der Gespräche erhobenen Empfehlungen und ihre Überprüfung und Ergänzung in mehreren Fokusgruppen nachgelesen werden. Die Publikation des Berichts in einem Fachverlag ist für 2022 geplant. Unser größter Dank gilt den GesprächspartnerInnen. Ohne sie wäre die Studie nicht möglich geworden. Wir danken Ihnen für die Bereitschaft und das Vertrauen, mit uns Erfahrungen zu teilen, die zum Teil tief in die familiäre Geschichte hineinführen und nicht selten schmerzhafte Erinnerungen hervorrufen. Trotz der knappen Zeitvorgaben waren kurzfristige Gesprächsvereinbarungen möglich, was wir als dringliches Anliegen unserer GesprächspartnerInnen deuten, geteilte Erfahrungen von Rassismus gesellschaftlich besprechbar zu machen. 93 Romja und Sintize haben dieser Studie mit ihrem persönlichen, beruflichen, politischen Wissen, ihren Erfahrungen und Analysen Leben eingehaucht. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass wir unter hohem zeitlichen Druck gearbeitet haben. Die Zusammenarbeit war trotzdem immer durch einen sowohl inhaltlich professionellen als auch menschlich zugewandten, wertschätzenden und solidarischen Umgang gekennzeichnet. Dafür sind wir als Team einander sehr dankbar. Ein ganz besonderer Dank gilt den in jahrelanger BürgerInnenrechtsarbeit involvierten bzw. in Selbstorganisationen für die Rechte von Romja und Sintize engagierten
und fachlich wie menschlich herausragenden Mitgliedern des erweiterten Teams. Euch danken wir ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.